sehr große Deals im deutschen E-Commerce mit Ankerkraut, Y-Food etc. sind tatsächlich eher Onliner, die offline dann auch richtig Fläche bekommen haben. Kannst du uns da mal vielleicht auch in die Sicht der Investoren reingehen, warum das überhaupt so ist? Was sehr, sehr spannend ist, online skaliert halt. So, das eine ist halt, die Produkte aufzubauen, die Produkte zu entwickeln, die Produkte zu produzieren, ja, dieses ganze, sage ich mal, Upstream in der Value Chain. Aber was sehr, sehr spannend ist, und das kannst du online sehr schnell, da kennt ihr euch alle viel besser aus als ich, Distribution. Und die Distribution, wenn du mit Creatoren, mit Influencern zusammenarbeitest, kannst du eben sehr, sehr schnell über solche Multiplikatoren arbeiten. Und das ist letztendlich das, was bei vielen Online-Brands gut funktioniert hat, die dann auch, sei das jetzt in TV-Formaten oder was anderem, die Distribution bekommen haben. Und dann kannst du sehr, sehr schnell halt die Production hinterherziehen. So, und dann in Offline zu gehen, ist so ein No-Brainer. Das ist halt der nächste Schritt. Du weißt, was du bekommst, du hast die Distribution, du hast irgendwie die Brand, ja, sei das irgendwie eine Pam Reif oder was auch immer, die dann plötzlich überall in Offline-Handel gehen.